Einen wunderschönen guten Abend. Heute möchte ich euch ganz gerne Linux Mint 17.2 vorstellen, in der Cinnamon-Variante. Als allererstes möchte ich ganz kurz erklären, was Linux Mint überhaupt ist, für die neuen Zuschauer zum Beispiel. Linux Mint ist eine Linux-Distribution, die auf Ubuntu basiert, die extra für Einsteiger gemacht worden ist. Ja, natürlich kann man da auch Ubuntu nehmen, aber Linux Mint hat den Vorteil, dass da schon einige Anwendungen und Codecs bei sind, die es unter Ubuntu standardmäßig noch nicht gibt. Die zum Beispiel das Benutzen vom ganzen System viel einfacher machen und auch eventuell multimediafreundlicher sind. Unter anderem haben wir hier auch eine ganz andere Oberfläche. Unter Ubuntu hat man Unity, unter Linux Mint gibt es Mate, KDE und XFCE und Cinnamon natürlich. Da gibt es schon einen großen Unterschied. Ja. Gut, also das ist jetzt die Version 17.2 mit dem Linux-Kernel 3.16. Das ist nicht der aktuellste Kernel. Es gibt den Kernel 4.0. Den kann man aber in der Aktualisierungsverwaltung, glaube ich, freischalten. Denn der ist als unsicheres Update markiert. Ja. Das Ganze trägt einen Codenamen Raffaela, kommt mit Cinnamon 2.6 daher. Das ist eigentlich so ziemlich die größte Neuerung vom ganzen Update von 17.1 auf 17.2, dass das Ganze auf Cinnamon 2.6.8 gelangt ist. Und da gibt es auch schon einige Verbesserungen. Das Ganze sieht ein bisschen schicker aus, muss man sagen. Das Ganze wurde noch ein bisschen verfeinert. Das sieht jetzt ein bisschen moderner aus, muss man sagen. Fenster. Ja, das ist alles ein bisschen schöner, muss ich sagen. Es gab ein paar kleine Dateiverbesserungen am Dateimanager. Das ist der Nemo. Das ist ein Fork vom Nautilus, vom Ubuntu-Dateimanager. Den haben wir jetzt auch in der Version 2.6.6. Ja, zeige ich euch nochmal ganz schnell die Anwendung. Da ist ja im Grunde genommen nicht viel passiert, die Anwendungen sind noch dieselben, aber ich möchte trotzdem mal alle durchgehen. Ja, wir haben die komplette LibreOffice Suite hier, quasi als Office-Programme. Wir haben Bildbetrachter und noch ein Bildbearbeitungsprogramm, das ist GIMP, wirklich gut. Als Standard-Webbrowser haben wir Firefox, das können wir natürlich beliebig austauschen. Hex, Chat und Pidgin, Sofortnachrichtendienst für Chatten und so weiter. Thunderbird für E-Mails und Transmission für BitTorrents. Als Brennprogramm haben wir Brasero drauf, ist nicht meine erste Wahl, aber ist auch in Ordnung. Banshee als wirklich guten Medienplayer für Musik. Also Banshee ist wirklich gut. Videos nur für Videos und VLC Media Player ist ja sowieso der Gigant, der kann alles. Ja, Zubehör haben wir halt normalen Kram, wie ein Archivmanager, Bildschirmfoto, Dokumentenbetrachter, Laufwerke, also Laufwerksverwaltung, Schriftbetrachter, Taschenrechner, Terminal, Texteditor, Notizen, USB-Abbilderstellung und USB-Stick-Formatierer. Ja, Zeichentabelle, wir können in die Einstellungen gehen und wir können auch noch mal ein bisschen das System verwalten. Wir haben hier noch eine Treiberverwaltung, mit der wir ganz einfach Treiber nachinstallieren können. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher unter Linux Mint als unter Ubuntu zum Beispiel. Da muss man sich erst ein Programm installieren, wenn man das denn so gerne machen würde. Da haben wir noch gdebi, um .deb-Dateien zu installieren. Das ist auch noch mal einfacher als unter Ubuntu, obwohl man auch .deb-Dateien auch im Software Center installieren kann unter Ubuntu. Ja, Datensicherung haben wir hier dabei, eine Anwendungsverwaltung, eine Anwendungspaketquellenverwaltung. Wir können das Anmeldefenster konfigurieren, je nachdem wie es aussehen soll, und wir haben noch eine wunderbare Aktualisierungsverwaltung, die ich jetzt erstmal zeigen möchte. Ja. Hier kann man auswählen, welche Aktualisierung das ganze System rausfischen soll, zum Beispiel Kernel-Aktualisierungen werden erstmal abgelehnt, da es eventuell gefährlich sein könnte, den Kernel auszutauschen, nicht, dass am Ende irgendeine Hardware nicht mal richtig läuft. Wäre möglich, hatte ich bisher noch nicht, aber es wäre möglich. Wer das nicht haben möchte, muss hier einmal alle Kästchen hier anwählen. Ja, dann kann man auch die unsicheren Anwendungen installieren. Ja, er möchte mir einen neuen Kernel anbieten. Das sehe ich schon. Ja. Allgemein ist die Cinnamon-Oberfläche sehr, sehr gut. Wir können hier Arbeitsflächen verwalten. Wir können hier auch noch Rechner ausschalten. Lauter, leiser und.
können das Ganze auch noch bearbeiten. Wir können unser Design komplett ändern. Je nachdem, was einem gefällt. Schreibtisch, Linux Mint. Was habe ich hier noch so? Mint X. Das ist jetzt hell. Ja, ist nicht so meins. Nehme ich lieber Linux Mint. Ja. Also ist ganz nett eigentlich. Kann man machen. Oh, der hat sogar eine Menge Hintergrundbilder dabei. Das finde ich cool. Ja, ist an sich eine wirklich nette Distribution und für jeden Anfänger gut geeignet. Ist auch für Fortgeschrittene geeignet. Ich wollte das Video jetzt nicht ganz so in die Länge ziehen, darum habe ich vielleicht ein paar Details ausgelassen. Da es ja alle paar Monate eine neue Version gibt und im Großen und Ganzen trifft noch das Video von 17.0 ganz gut zu. Ja, wie gesagt, die Neuerungen von Linux Mint sind unter anderem Verbesserungen am Nemo-Dateimanager und an der Cinnamon-Oberfläche. Zudem hängt sich das Ganze jetzt nicht mehr so schnell auf. Und wer ganz gerne die neueste Cinnamon-Variante unter Linux Mint 17.1 haben möchte, für den habe ich auch ein Video gemacht und das findet ihr in der Beschreibung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.